Hallo liebe Freunde, in diesem Video möchte ich euch animieren, in Aktion zu treten, denn in dieser kalten Jahreszeit und auch dieser Jahreszeit, wo wir alle unheimlich busy sind mit Geschenke besorgen und noch arbeiten und Urlaub planen und schon mal im Kopf durchgehen, was man irgendwie zu Weihnachten essen möchte, vergessen wir ganz schnell die Menschen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind, und zwar Menschen, die auf der Straße leben. Und natürlich gibt es schon Einrichtungen, die denen helfen, aber tagsüber müssen sie trotzdem ganz oft draußen auf den Straßen verbringen. Und ich möchte euch bitten, mit mir zusammen für diese Menschen ein kleines Geschenk zu machen. Ich habe mir vorgenommen, ein Paket zusammenzuschnüren, wo ich ein paar Sachen reintue, die schön verpacke und dann einen Menschen schenken möchte, der auf der Straße lebt und der es auf jeden Fall gebrauchen kann. Ich möchte aber nicht nur darüber reden in diesem Video, ich möchte euch das auch zeigen und möchte euch damit animieren, dass ihr das auch tut. Ich habe eine Facebook-Seite eingerichtet, wo ihr dann eure Taten ganz im Sinne von dieser Ice Bucket Challenge mit der ganzen Welt, mit ganz Deutschland teilen könnt, weil ich finde, das ist ganz wichtig. Und wenn man sieht, je mehr Menschen das machen, desto mehr Menschen fühlen sich auch animiert und würden auch gerne helfen und das machen. Und es ist ganz einfach, ihr müsst gar nicht irgendwie was Neues kaufen, wenn ihr das nicht mögt. Wenn ihr zu Hause Sachen habt, irgendwie einen großen Pullover oder eine Fließdecke oder eine Thermoskanne, die ihr nicht mehr benötigt, dann verpackt das doch schön und schenkt das einfach einem Menschen, der das dringender braucht als ihr in dem Moment. Das würde mich unheimlich freuen, und ich zeige euch noch kurz, was ich verpacke, und dann gehen wir auf die Straße und schauen mal, wem wir eine Freude bereiten können. Ich packe in mein Geschenk in mein kleines Geschenk eine Fließdecke, eine große Thermoskanne, ich weiß gar nicht, wie viel da reinpasst, ich glaube 1 Liter, 3 Paar Socken, richtig dicke, schöne und auch groß genug, dass man die auch übereinander ziehen kann, und weil Weihnachten ist, einen kleinen Schoko-Weihnachtsmann. Ich hoffe, ihr fühlt euch durch dieses Video animiert, auch mitzumachen, denn ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir in dieser Zeit nicht nur an uns denken, sondern halt auch an die Menschen, die Hilfe benötigen. Und mir liegt das total am Herzen. Ich würde mich total freuen, wenn ich auf Facebook, Instagram, Twitter, was gibt's noch, weiß ich nicht, unter dem Hashtag #ActOfKindness eure Geschichten finden würde, vielleicht auch Fotos oder auch ein Video, wenn ihr das machen wollt, könnt, wie auch immer. Ich würde mich total freuen über euer Feedback und wenn ihr einfach Menschen auf der Straße unterstützt.